Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Armada Red Alert und hier mit seinem Minicom-Partner Longarm. Ja, was soll ich schon groß zu dieser Figur sagen? Die Figur wird geliefert in einem Art Jeep-Modus, sehr schöne Details. Wir sehen einmal hier ein aufgedrucktes rotes Kreuzsymbol, wie auch immer. Es könnte auch von einer anderen Organisation jeweils aus einem anderen Land sein. Trotzdem sehr schön. Allgemein natürlich unter Rescue. Ja, die Figur wird in einem weißen Ton geliefert mit grauen Applikationen und roten kleinen Details. Teilweise ein bisschen blau, aber es ist wirklich hier ganz mager an einer Stelle. Das Autobot-Symbol finde ich ein bisschen schade. Es ist komplett in Rot. Das heißt, man hätte eigentlich hier die Zwischenräume in Weiß lassen können. Dann sehe die Figur deutlich besser aus. Der Frontgrill und die Lichter sind sehr schön gemacht. Die Lichter in Rot und Gelb. Der Frontgrill in Grau und Silber. Die Reifen sind aus Plastik, sind in Schwarz und ja, so eine Bronze. Artige Lackierung quasi in beiden Felgen. Von Details hier sehen wir innen drin natürlich auch die Stoßdämpfer, finde ich auch sehr schön, auch wenn es übertrieben viele sind. Ich glaube nämlich nicht, dass die Figur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stoßdämpfer bräuchte, in echt, auch hinten. Von oben, wie gesagt, wir sehen einmal hier in der Scheibe den Kopf. Rote, durchsichtige Scheibe vorne, außen nur aufgedruckt. Rotes Blaulicht, schöner Witz. Und ansonsten hier oben eine rote Schiene, die auch noch Sound bietet. Unten drunter sehen wir vom Robotermodus nicht sehr viel. Nur hier die Beine und hier angedeutet die Arme, das war's. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir noch hier Longarm. Longarm ist ein Kranwagen, sehr schön gemacht eigentlich von Details. Sehr filigran gearbeitet, also wirklich hier. Jedes eine kleine Teil dünner als ein Zahnstocher. Sehr vorsichtig muss man hier sein. Ja, einen richtigen Haken vorne. Das kann auch zusammenklappen. Ja, was ich lustig finde ist, bei dieser Figur, sie hat die Scheiben nicht bemalt. Das heißt, alles schwarz in schwarz in schwarz. Hier oben Silber. Das hätte man hier eigentlich auch in Silber machen können. Aber hier hat Hasbro ausnahmsweise mal auf der Verpackung hier unten den Fehler nicht gemacht. Das heißt, hier ist auch schwarz, genauso wie das Original. Wir sehen hier auch gleich, um auf die Packung einzugehen, Red Alert im Fahrzeugmodus und im Robotermodus. Und dann natürlich noch einen riesen, endlosen, langen Text über die Geschichte der Autobots und wie auch immer. Dann haben wir hier oben noch als Figuren-Preview haben wir nochmal Starscream mit Swindle und hier natürlich Schwierigkeitsgrad 3. Der Karton ist bei mir leider ein bisschen beschädigt, aber naja gut, damit kann man leben. Ja, und ansonsten hat er, um gleich auf den Karton einzugehen, der Karton ist eigentlich sehr schick gemacht. Wir sehen einmal hier das Boxart und das Comic, was quasi mit angeboten wird. Vorne nochmal hier schön mit dem Pfeil, Hin- und Rücktransformation möglich. Hier nochmal das Comic mit dabei. Ansonsten das große Armada-Logo. Oben drauf auch nochmal Red Alert. Und an der Seite auch nochmal. Ja, ich räume jetzt den Karton erstmal zur Seite, dass der Autofokus nicht mehr spinnt. Und jetzt kommen wir einfach mal zu der Figur an sich. Wie gesagt, ich will euch erstmal die Transformation jetzt allerdings von Longarm zeigen. Die ist ziemlich simpel. Wir drehen einmal hier unten das Führerhaus komplett herum, fixieren es, ja, und schon ist er fertig. Sehr simpel. Die Figur, wie gesagt, ist auch sehr schön gemacht. Originalgetreu zu der Serienfigur mit dem Visier hier vorne im Gesicht. Die Figur hat auch richtige Hände, kann auch die Arme nach vorne ausstrecken, quasi wie damals die Micron-Figuren, die es gab zur Generation 1-Zeit, Micromaster. Ja, und hinten hat er den Turret ganz normal drauf. Man kann, um sie hinzustellen, immer den Arm so ausstrecken oder man macht es wie auf der Verpackung und dreht die Figur so zur Seite. Finde ich allerdings nicht so schön. Die Figur hat dann hier noch das Minicon-Symbol, rote Verzierung und hier vorne den
diesen Plug, um ihn quasi zu verbinden und einige Features auszulösen. Verwandeln, wie gesagt, ganz leicht, einfach wieder zusammenklappen, fertig. So, um jetzt einfach mal bei Red Alert zu zeigen, was die Figur im Fahrzeugmodus für Funktionen hat. Wenn man den Minicon anpluggt, wir können einmal hier eine Seite festmachen. Das heißt, entweder so. Oder wir können ihn auch hier vorne festmachen und dann gibt es ein nettes Feature. Wenn wir jetzt einmal hier das öffnen, hier drauf drücken, öffnen sich vorne die Front, der Frontgrill hier und hat hier drin eine Scheibe. Wenn wir jetzt das nochmal nach vorne drehen dann und abschießen, dann, Moment, so, dann gibt es einen Sound und diese Scheibe wird hier abgeschossen. Sehr schön mit dem Autobot-Symbol. Was ich allerdings schade bei dieser Scheibe finde, vorne richtig schön orange, außen schwarz. Andere Seite nur schwarz. Das heißt, hier wurde mal wieder an Farbe gespart, wie immer. Ja, die können wir ganz normal wieder hier reinschieben. Sie verankert sich sofort und kann, wie gesagt, mit etwas Druck dann wieder abgeschossen werden. Hakt bei mir ein wenig. So, fliegt nicht weit, in etwa ja, 30, 40 cm, das war's. So, dann können wir einfach den wieder abnehmen, zusammenklappen, fertig. Dann haben wir hier oben noch die Möglichkeit, Long Arm zu platzieren. Einmal die Möglichkeit, wenn wir ihn nach vorne schieben. Sound und Licht. Ich sag's mal, das Licht aus ist. Ja, ganz schick. Ansonsten hat die Figur noch ein Feature, wenn die den Minicon nach hinten klappt, eine große Kanone auszuklappen, die auch, wenn hier so drauf schießt, wie aus zwei Raketen besteht, allerdings hier einen Greifarm bilden. Ja, das war's soweit im Fahrzeugmodus. Jetzt verwandeln wir die Figur einmal. Die Transformation ist ein ja, wenig tricky, aber wenn man es einmal raus hat, geht's. Wir öffnen einmal die Scheiben nach vorne, die Tür. So. Die Arme werden automatisch sichtbar. Die klappen wir jetzt auch gleich mal aus. Wer den Charakter aus der Serie kennt, wird sich jetzt nicht wundern, alle anderen schon. Er hat nur einen Arm. Ihr seht es hier, unterscheidet sich also schon ganz eindeutig. Dann lösen wir hier an der Seite diese Panels. So, hier ebenso. Schieben einmal die Füße nach unten. Drücken sie in den Oberkörper herein. Das Rückteil klappt automatisch nach unten. Jetzt drehen wir einmal so die Füße. Drehen erstmal die Seitpanels nach oben, drehen den ganzen unteren Fuß einmal herum, so. Geht nur in eine Richtung zu drehen, denn andere Seite wird hier oben blockiert am Knie, deswegen einmal so. Jetzt drehen wir hier unten die Standfüße nach außen, so, splitten die Beine natürlich. Die unteren Frontpanels können wir nach unten gedreht werden. Jetzt drehen wir die Türen einmal so herum, dass sie nach oben zeigen. Die Arme klappen wir nach unten. So, ganz simpel. Anschließend klappen wir hier die Scheibe nach oben, holen den Kopf nach oben. So, und schon ist eigentlich Red Alert verwandelt. Das ist eigentlich alles. Allerdings hat diese Figur noch ein paar Features. Einmal die Arme hier, oder den Arm, der muss noch verbunden werden. Das heißt, wir klappen einmal hier diese Seitenpanel nach oben. Den Arm drehen wir ein bisschen zur Seite. Klappen es jetzt wie in der Plattform zur Seite auf. Und jetzt haben wir hier mehrere Arme zur Auswahl. Wir haben einmal diesen Arm. Das ist quasi der Medic-Arm, der für die Reparaturen zuständig ist und eigentlich der Standardarm ist. Oder wir haben einmal den Waffenarm. Das wäre einmal dieser Arm, der wie so eine kleine Gatling-Gun ist. Ja. Und den stecken wir jetzt erstmal wieder rein. Den brauchen wir jetzt nicht.
Und jetzt verbinden wir einfach mal das rote Teil mit der Hand. Stecken es richtig hinein. Und schon haben wir quasi die Hand fertig. Jetzt können wir das wieder rumklappen und verstauen. Auf der anderen Seite haben wir auch solch eine Möglichkeit. Die ist quasi, ja, ein nettes Gimmick, eine Reparaturstation für Minicons. Das heißt, wir klappen das einmal so herum und können jetzt das einmal, dieses Frontpanel nach vorne klappen. So, und jetzt haben wir hier effektiv gesehen, naja, sehr merkwürdig, aber möglich, wie so eine Art Reparaturplattform, wo dann die Minicons platziert werden können. So, und dann kann er sie quasi, ja, reparieren. Finde ich jetzt irgendwie ein überflüssiges Gimmick, auf jeden Fall für die Figur, aber naja, gut, okay. So eine Reparaturstation muss ja wohl irgendwie auch wieder drin sein. Gab es natürlich auch bei G1, Optimus Prime und Co. So, jetzt klappen wir das wieder rum. Beine fixieren wir wieder richtig, dass sie wieder gut stehen. Und so. Wie gesagt, wir haben einmal hier bei Red Alert den Arm. Wie ich ihn eben gerade angekündigt habe, hier den Medic-Arm. Die Details finde ich an dem Arm sind sehr schön gemacht, auch wenn der Arm wie gesagt sehr dünn ist. Die, ja, die Schultern sind sehr flach. Man kann hier natürlich den Minicon drauf befestigen, wenn man möchte, auf beiden Seiten. Und ja, ansonsten können wir natürlich auch hier wieder, wenn wir den Minicon einmal hier drauf stecken, können wir die Klappen sich öffnen lassen. So, und dann hat er natürlich die Möglichkeit, hier seinen Energiedisk abzufeuern. Oder wir haben die Möglichkeit, wie ich vorhin schon zeigte, die Waffe nach oben zu klappen. Das heißt, wir stecken hier wieder Longarm hinten dran und holen einmal die Waffe nach vorne und schon sehen wir, hat er sie am Arm oben. Ja, es ist sehr schön mal zu sehen, wenn wieder zum klassischen G1-Design die Waffen neben dem Kopf stecken. Finde ich sehr interessant. Gefällt mir. Wir können allerdings auch diese Waffe einmal abnehmen. Hier oben. So, dann haben wir hier so einen Mini-Griff. Und wir können sie ihm in die Hand geben. So. Und schon hat er eine ziemlich cool aussehende Waffe, die mir sehr gefällt. Ist ein sehr seltsames, taserartiges Design, aber es macht auf jeden Fall was her. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Die Figur selbst hat einen etwas zusammengestauchten Kopf. Das heißt also, er ist ein bisschen platt, wenn man von vorne guckt, aber ist ganz gut ansonsten gelungen. Eine riesen Headpipe-Fläche hinten drauf. Das heißt also, die Beleuchtung ist dementsprechend auch gut. Ich habe natürlich jetzt von hinten kein Licht. Ja, und ansonsten sieht man hauptsächlich nur die Details vom Fahrzeugmodus. Wir sehen einmal unten die Füße ganz normal. Gelenke hat diese Figur wie jeder andere auch. Wir haben einmal die Möglichkeit, die Beine nach vorne zu knicken, die Knie anzuwinkeln. Und dieser Fuß lässt sich leider nicht nach unten drehen, nur nach vorne, wegen der Transformation. Und ja, wir haben die Möglichkeit, einmal den die Schulter einmal um 360 Grad zu drehen, nach oben, nach unten drehbar, auch seitlich drehbar, ein Double Joint hier unten im Ellenbogen, das heißt, wir können einmal den Arm so nach unten verlängern oder ihn halt nach oben drehen, wie auch immer. Es ist alles möglich, so sieht er aus wie so ein Geschütz, was unter dem Arm montiert ist. Ja, und ansonsten der Kopf, wie gesagt, um 360 Grad drehbar. Was halt an dieser Figur oder bis an dem Kopf sehr interessant ist, wir können ihn nach oben ziehen wegen der Transformation und können die Figur natürlich jetzt leicht nach oben gucken lassen oder nach unten gucken. Dazu müssen wir allerdings den Kopf ein bisschen nach oben ziehen und den Hals quasi freigeben. Ja, und das war's eigentlich. Die Beine können noch ganz limitiert gedreht werden. Ja, kein Hüftgelenk leider. Ansonsten allerdings eine ziemlich coole Figur. Ich würde sagen, für diese Figur würde ich auf jeden Fall ja, 9 von 10 Punkten geben, da der Fahrzeugmodus ziemlich cool ist. Und im Robotermodus, ja, eigentlich eher 8 von 10, da die Figur sehr limitiert ist von der Bewegung. Und da mich hier unten irgendwie die Seitenpanels irgendwie ganz extrem stören und ich den Brustkorb, wenn ich mal von oben gucke, extrem groß finde. Also jetzt wirklich riesig. Aber ansonsten, wie gesagt, eine ziemlich coole Figur. Ich würde allerdings sagen, ja, sehen wir mal fair. Nette Figur mit den elektronischen Features, sehr nett.
auch die versteckten Waffen sind sehr cool. Die Zusatzfunktionen wie die Reparaturplattform, sehr nettes Gimmick. Und die austauschbaren Arme sind einfach nur cool. Ich wollte deswegen auch hier dann mich darauf breitschlagen lassen und der Figur 9 von 10 Punkten auf jeden Fall geben. Ich finde sie ganz gut. Und ja, das war es eigentlich auch soweit schon. Wenn ihr natürlich noch die anderen Reviews sehen wollt von mir, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Oder wenn ihr mich weiterempfehlt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was und bis demnächst, euer Rex4.